Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Norman Weiß und der Kanal heißt Notizhefte. Heute geht es um Biografien. Lest ihr auch so gerne Biografien? Man konnte ja eben einige der Biografien sehen, die in meinen Bücherregalen zu finden sind. Als ich den Stapel auseinandergenommen und sortiert habe, um jetzt darüber zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass die älteste Biografie, die ich besitze, also die ich als erste bekommen und gelesen habe, dass ich die gar nicht gezeigt habe und deswegen fange ich mit der jetzt an. Robin Lane Fox, Alexander der Große. Dieses Buch erschien 1974 und ich selbst habe es auch in den 70er Jahren bekommen. Damals auch durchgelesen, das weiß ich noch ganz genau, und war in einer allgemeinen antiken Begeisterung gefangen. Und vor einigen Jahren kam ja ein Buch von Robin Lane Fox über die Antike heraus, das ich mir auch gekauft habe, in das ich auch hineingelesen habe, aber das ich noch nicht durchgelesen habe. Ich habe dann aber festgestellt, dass hier ein Zettel drin liegt, dass ich dieses Buch um 2000 herum nochmal auszugsweise gelesen habe. Also insofern eine tiefe Prägung zu dieser Gattung Biografie, die weit zurückreicht in meine Lesevergangenheit. Auf dem Stapel eben lagen 16 Bücher, dies wäre dann Nummer 17 und die anderen habe ich mal so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Das erste, was natürlich sofort ins Auge springt und das ist dann Mea Culpa, 17 Bücher, nur 4 nehmen Frauen in den Blick. Und dann sind sie in den Kategorien auch noch sehr unterschiedlich verteilt, aber dazu gleich mehr. Ein gewisser Anteil beschäftigt sich mit der Antike und der antiken Geschichte. Eine ebenfalls schon länger in meinem Besitz befindliche Biografie ist diese hier über Augustus, den ersten Kaiser, der die Republik erneuern wollte, indem er sie abschaffte und den Prinzipat errichtete, der auf ihn zugeschnitten war, den er dann auch sozusagen lange positiv führte und daraus entwickelte sich dann die eigentliche Kaiseridee mit den entsprechenden Folgen für Rom. Dieses Buch habe ich im November 2000 gekauft und dann in der Folge gelesen und deswegen höchstwahrscheinlich dann auch nochmal den Alexander zur Hand genommen. Also ebenfalls ein Buch, das mich schon lange begleitet. Aus dem Bereich Antike ist dann noch zu nennen Rom, das bin ich, Marcus Tullius Cicero, ein Leben, geschrieben von Francisco Pinapolo. Das habe ich noch nicht so lange, das habe ich auch noch nicht komplett durchgelesen. Ich finde es thematisch interessant, es ist jetzt für meinen Geschmack nicht so furchtbar mitreißend geschrieben, insofern harrt das noch der Beendigung, beziehungsweise man muss es höchstwahrscheinlich nochmal in Angriff nehmen und dann auf einen Rutsch durchlesen. Also Cicero, der ein sehr wichtiger Exponent der Römischen Republik ist, der muss noch ein bisschen warten. Und die nächste historische Figur, wir rücken jetzt also in Riesenschritten zeitlich nach vorne, das ist dann die erste Frau auf meinem Stapel, Elisabeth die Erste. Jasper Ridley hat diese Biografie geschrieben, die 1987 erschien und dann 1990 auf Deutsch herauskam. Ich gestehe, das habe ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt. In der
oder verbunden mit der Intention, es dann später selber lesen zu können. Und genau so ist es auch gekommen. Ein interessantes Buch über eine interessante, eine spannende Zeit. So, das war die kleinste Kategorie, wenn man so will. Und nun bewegen wir uns eigentlich im 19. und 20. Jahrhundert, beziehungsweise in dieser Zeit insgesamt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt furchtbar viele Biografien über Menschen des 19. Jahrhunderts hätte, sondern es sind dann oft solche, die noch ins 20. hineingewirkt haben. Und da gibt es die große Politikerkategorie, logischerweise. Einer meiner Interessenschwerpunkte ist ja die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und da spielen diese Leute dann logischerweise eine Rolle. Ich fange an mit Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillings, Fürst 1819 bis 1901, ein deutscher Reichskanzler. Ein sehr informatives, quellenbasiert, verlässlich geschriebenes Buch, interessant. Und es ist eben auch dadurch interessant, weil er als Reichskanzler eine entscheidende Phase der Justierung des Deutschen Reichs begleitet hat. Und da bekommt man dann eine sehr gute und sehr fundiert geschriebene Innensicht. Wenn wir über Reichskanzler sprechen, können wir über den Kaiser nicht schweigen. Wilhelm II., die berühmte Biografie von Christopher Clark, die 2000 erschien. Typisch englische Geschichtsschreibung, flott, aber trotzdem fundiert, auch streitbar, ein interessantes Buch. Von Wilhelm zu Hindenburg, die berühmte Biografie von Wolfram Püther, Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, wo es eben darum geht, wie Hindenburg an der eigenen Legende arbeitete, wie er ein Charismakapital entwickelte und von dem dann in der Umbruchsphase und in der Nachkriegszeit zehrte und das, was dann davon noch übrig geblieben war, auf Hitler übertrug. Ein sehr lesenswertes und interessantes Buch. Wir bleiben bei Wolfram Püther und gehen einfach nur ein bisschen weiter nach vorne. Hitler, eine der vielen Hitler-Biografien, ich habe natürlich auch die von Fest und von Kershaw und außerdem noch eine von Volker Ulrich. Das ist die, die methodisch-analytisch so ein bisschen anschließt an die Hindenburg-Biografie und außerdem die Frage des Künstlertums und die Rolle künstlerischen Denkens im Wirken von Adolf Hitler untersucht. Und das ist, wie ich finde, eine sehr fruchtbare Herangehensweise, die ja auch von Waget in seinem Buch über die Nachwirkungen von Wagner am Beispiel von Thomas Mann, von Knappertsbusch und eben von Hitler untersucht hat. Und insofern ist das ein wirklich lesenswertes Buch. Kein Hitler ohne Goebbels. Longerichs Biografie zeigt den Aufstieg eines Mannes und die Skrupellosigkeit seines Vorgehens. Es ist keine Heldenerzählung, logischerweise. Es ist ein interessantes Buch, das auch hinter die Kulissen des Dritten Reichs blicken lässt. Und nachdem das Dritte Reich vorbei ist, schlägt seine Zeit Konrad Adenauer, das ist der erste Band der legendären Biografie von Hans-Peter Schwarz, nach wie vor ein standardsetzendes Buch. Und natürlich auch eine interessante Persönlichkeit. Adenauer selber lebt ja ebenfalls in dieser Epoche der ganzen Umbrüche, war ja Zeitzeuge dafür und insofern ist es dann eine besondere Pointe der Geschichte, dass ein so alter Mann, der das alles miterlebt hat, dann den deutschen Staat nach 1949 eben entscheidend geprägt hat. Ein wirklich lesenswertes Buch auch. Damit verlassen wir den Bereich der Politik und kommen zu dem Bereich von Dichtern und Intellektuellen, die in dieser Zeit gewirkt haben. Ich beginne mal mit dem Dichter
Hugo von Hofmannsthal, der einen ganz eigenen Ton findet für Dekadenz, für Vergänglichkeit und wie ich finde auch ein gewisses symbiotisches Verhältnis mit Richard Strauss dann eingeht, wenn es um die Opernlibretti geht. Eine interessante, eine spannende Figur, hier nun jemand aus Österreich. Harry Graf Kessler, ebenfalls eine wichtige Persönlichkeit, die die Entwicklung dieser Zeit selbst, Heimo Schwilk, Ernst Jünger, ein Jahrhundert leben, als Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg, Beobachter der Weimarer Republik, Kritiker der Demokratie, Herbeischreiber autoritärer Neuordnung auf Distanz zum Hitlerregime und dann eine lange, lange, lange Herbstphase in der Bundesrepublik Deutschland. Sein eigenes Monument geworden. All das wird in diesem Buch sehr spannend, sehr lesenswert erzählt. Man wird nicht zwingend zum Jüngerfreund nach der Lektüre, aber hochinteressant ist das allemal. Urs Bitterli hat eine Biografie über Goloman geschrieben. Auch die ist wirklich lesenswert. Wir haben hier ein Leben, das für eine bestimmte Phase des 20. Jahrhunderts eben auch paradigmatisch ist, auch wenn natürlich es eine privilegierte Existenz ist, die Goloman geführt hat. Er hat damit gerungen, er hat mit seinem Privilegiertsein ebenso gerungen wie mit seinem Außenseitertum, und dass er sich vielleicht auch in mancherlei Hinsicht aktiv bemüht hat. Es ist ein jetzt nicht besonders spannend geschriebenes, aber doch sehr gut erzähltes Buch. Und es ist eine ebenfalls lesenswerte Biografie und es kontrastiert auch dann sehr schön mit den von Goloman selbst verfassten Erinnerungen über die Zeit bis 1933. Wie es ja überhaupt eine Frage ist, Biografie, Autobiografie, Erinnerungen und Denkwürdigkeiten, wie das zur Kaiserzeit immer hieß. Autobiografien sind nochmal ein ganz anderes Genre. Es ist aber schön und auch sehr ertragreich, wenn man eine Biografie und eine Autobiografie miteinander vergleicht. Aber ich gestehe, ich lese mehr Biografien als Autobiografien. Wer vorhin aufmerksam zugehört hat, hat mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich hätte auch 4 Biografien über Frauen. Bis jetzt habe ich aber erst die über die erste Elisabeth in die Kamera gehalten, was bedeutet, dass zum krönenden Abschluss nun 3 weitere Frauenbiografien kommen. Eine habe ich erst vor kurzem gelesen, Margaret Stonborough Wittgenstein, Grande Dame der Wiener Moderne, eine interessante Person in einem interessanten Umfeld. Das Buch hat mich etwas enttäuscht, weil es sehr um so persönliche Dinge ging und weniger um die Wiener Moderne, die mich eigentlich mehr interessiert hätte und die Rolle, die dann auch Stonborough Wittgenstein da gespielt hat. Das kam mir alles ein bisschen kurz, darüber habe ich an anderer Stelle schon gesprochen, aber eben eine faszinierende Zeit und diese Frau hat an einer herausgehobenen Position in dieser Zeit gelebt und das macht es zu einem interessanten Thema, auch wenn die Ausführung in diesem Buch jetzt nicht so sonderlich gelungen war, wie ich fand. Ina Hartwig, Wer war Ingeborg Bachmann? Eine Biografie in Bruchstücken. Das habe ich 2018 oder 2019 gelesen, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist 2017 erschienen, ich habe es etwas später gelesen, ich glaube 18 oder 19. Eine interessante Herangehensweise, keine durcherzählte, durchkomponierte Biografie, sondern eine, die diese berühmten Bruchstücke nebeneinander stellt, sie nicht verkittet, sie auch mit Leerstellen belässt, interessant gemacht und man bekommt sehr facettenreich Einblicke in das Leben der Bachmann. Das Werk wird nur so ein bisschen gestreift, das muss man sich eben selbst erschließen, aber ich finde, es ist ein guter Einstieg, sich der Dichterin Ingeborg Bachmann anzunähern. Die letzte Biografie, die ich zeigen möchte, ist
jetzt hätte ich fast gesagt, ihr gewidmet. Maria Callas, Biografie einer Diva. Das Buch selbst ist nicht das beste Buch über Callas, aber es ist eben die einzige Biografie. Die anderen Bücher, die ich habe, sind eher Betrachtungen der Künstlerin und des Werks, und die biografischen Stationen werden da nur eher kurz abgehandelt. Hier geht es mehr um das Leben, und das Künstlerische und das Werk wird eben sozusagen nur als Teil des Lebens betrachtet. Und man kann ja darüber streiten, welcher Zugriff der richtige ist und welches Verhältnis eben auch für Maria Callas das Richtige oder das Falsche gewesen war. Insofern ist das ein interessantes Buch und, wie ich finde, auch ein guter Schlusspunkt dieser Vorstellung heute. Die Frage ist nun, lest ihr gerne Biografien? Über wen? Und sind das eher Personen, die uns zeitlich nahestehen, über die wir sagen, aus eigenem Erleben auch etwas wissen? Oder sind das doch eher Personen, die in der Geschichte und zum Teil weit in der Geschichte zurückverankert sind? Das würde mich interessieren. Lasst das gerne in den Kommentaren da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!